immerhin auf deine Stärken. Als hätt ich's nicht gemerkt, dass du selbst dein größter Fan bist. Als hätt ich's nicht gemerkt, du hast es schon längst bemerkt. Zerstör alles um dich mit einem einzigen. Immerhin auf deine Stärken. Als hätt ich's nicht gemerkt, dass du selbst dein größter Fan bist. Als hätt ich's nicht gemerkt. Yeah. Ja, ich wollte jetzt einfach nur ein bisschen Angst machen. Mehr wollte ich nicht. An die Garage so, mehr nicht. Nein. Ja, okay, also. Mach das nicht. Ja, mach mir, komm einfach mit. Einfach Maskes. Okay? Einfach Maskes und lass mich reden. Ich rede ja eh gerade. Okay. Okay. Dann, also, wir müssen dich einmal mitnehmen. Und dann müssen wir über eine Situation sprechen, die du mit einem anderen Gangler hattest. Ich weiß nicht, ob du uns das verschwiegen hast, so, aber der Anruf kam und der hat dich auf jeden Fall erkannt, ja, auch vom Box-Event halt. Wir haben mitbekommen, dass du an eine andere Gang verkauft hast und da wollte ich dich fragen, warum. Wen soll ich denn verkauft haben? Eine Nachbargang. Sollte ich an jemand anderen verkaufen? Ja, das fragen wir dich ja, also mich hat einer von der Mara angerufen und meinte so, ey, die braunen Fahrzeuge gehören doch euch, ne? Einer kam vorbei und hat 100 Samen verkauft. Und der, 100? Ja, 100. Also vielleicht hast du das auch natürlich nicht freiwillig gemacht, aber keine Ahnung, so, du hättest uns ja auch was sagen können, so, und alles hat so auf dich gepasst, so Beschreibung, ne? Ja, dann habt ihr wohl den Falschen, wa? Okay. Ja, Ivan, Also da bin ich jetzt irgendwie auch enttäuscht. Ja. Ivan, ich bin auch enttäuscht, aber ich vertraue dem Anruf viel mehr als dich. Ja, das ist auch sehr enttäuschend, finde ich. Ja. Ja. Und wir hätten noch eine letzte Frage, bevor du leider dich schlafen legst an der Tür. Bist du bereit? Nee. Tasche und ich würden dich gerne adoptieren. Hast du das geglaubt? Oh Mann, es tat mir so leid. Warum machst du das? Aber ist das gut? Patsy, das war nicht. Oh mein Gott, es tat mir. Oh mein Gott, du tatst mir so leid, Ivans. Aber pass auf, wir haben noch keine Antwort bekommen. Oh ja. Weil, eigentlich will ich mich nicht adoptieren lassen, aber weil ihr es seid, ist es. Also pass auf, ich erkläre dir das so. Tascha kann dazu nochmal was sagen. Stell dich mal wieder an die Tür, mal wie ein Tisch, der sieht irgendwie episch aus. Da geht dir da ein Licht auf, oder? Ja. Also wir wollen dich adoptieren, weil du bist immer da und du meldest dich auch viel. Und ja, wir haben dich einfach sehr ins Herz geschlossen, so. Wann, Er schläft eine Runde, solltest du aber ein Dispatch an Medic schicken oder so, wirst du auch an die Tür geleitet, ja? Ich weiß nicht, was du meinst, Chad. Ja, richtig, besser ist es. Deine letzten Zuckungen gerade. Guck mal, Dylan. Oh, mit Dylan. Guck mal. Er macht seine letzten Zuckungen. Oh ja, ich seh's schon. Ganz, ganz schlimm aus. Ja, ich fühl's schon. Du sollst nicht deine Eier massieren, Alter. Ich wollte mich anschleichen. Oh, sorry. Ja, klar waschen mir das. Ja. Ich habe ein sehr schlechtes Gewissen. Dylan würde halt auch gerne dabei sein bei der Adoption, aber. Das ist bei der Adoption. Ja, also, das so, ein Event ist. So, keine Ahnung, ich fühle mich da echt. Jetzt zwei für einen. Schatz, du musst da was sagen, weil ich hab da Mitleid. So, nicht Mitleid, aber so ich fühle mich schlecht jetzt irgendwie. Hey Ivan, ich könnte uns verheiraten, dann können wir das beide billiger machen. Ja. Ja, keine Ahnung, Schatz, du bist die Gebärmaschine. Wird das auf meinen Schultern abgelegt, ja?
Also ich habe ein schlechtes Gewissen, weil Dylan so, kennst du das? Wenn einer was gewonnen hat, dann sagt er so, ja, herzlichen Glückwunsch, aber im Hinterkopf so traurig halt, ne? Ja, richtig. Also Spatz, Dylan, du musst jetzt fragen, ich habe genug gesagt. Nein, also ich sage, ich übernehme einfach mal das Wort. Ich wollte eigentlich nie so viele Kinder, aber jetzt habe ich sie, okay? Sie freut sich für uns, sagt sie. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch, danke. Pascha, willst du das nicht mit der ganzen Familie teilen? Ja. Ich wieder ein Dienst aufs Kitchen Paddy. Also, was habt ihr denn getan für die Szene? Erklärt den Formaten, was genau euch denn ausmacht. Das ist der Punkt, an dem ich es dann ausmache. Zwei Frauen, Stimme, dicke, hau ab. Von dir gibt es so exakt doch schon 1000. Hau ja und weis nochmal hin auf deine Stärken. Oh, wir sind die Männer. Du selbst ein größter Fan bist, als hätte ich's nicht gemerkt. Du hast es schon längst bemerkt. Zerstör alles um dich mit einem einzigen. Bolognese. Stuhl vom hier, so ein Zeltlager. Dort der Stuhlgang, ja. Alter, Chase, Alter. Was machst du da, Schatzi? Alter, Junge. Alter, oh, Alter. Jo, Alter. Ja, besser ist, bleib liegen, Alter. Nein! Oh, oh, jetzt ist der Angriff gegen die Familie, ich guck mal durch. Oh, je, besser ist. Du Fotze, ne? Was, du wen nennst du hier Fotze? Ja, dich nenn trau ich Fotze, dass du nicht mit der Faust zuschlägst, sondern mit der Taschenlampe, du Moschi, Alter. Trau dich. Was trau dich? Jetzt kommt er an den Stich. Du Wichser, Alter. Dafür liebe ich Danger, Junge. Ehrenmann, Junge. Alter, Chase, du bist so eine Fotze, Junge. Ehrenmann. Statt die Faust zuzuhauen, ne, kommt er mit Taschenlampe, der Muschi, Junge. Leg dich nicht mit der Miller-Family an, Junge. Ja, halt deine Schnauze. Guck mal, der eine wollte dich direkt schon abstechen, Alter. Ja, ist mir doch scheißegal, Alter. Lappen. Oh, Schatzi, was sagt sie da zu mir? Ja, willst du mich nicht verteidigen? Statt mit der Faust kommst du mit der Taschenlampe guck mal, was an, sie Alter. Sagt, so ein Alter. 31er Junge. Was sagt ihr denn da? Was soll ich da verteidigen? Oh, jetzt hat er mich geschubst, die Mädchen. Wow. Ja, okay, Spatzi, merke ich mir. Nee, Spatzi, du verteidigst mich nicht. Also doch keine Maschine im Bereich Verteidigung. Die Schnauze auf zu heulen. Hier hast du Pflaster mit Hello Kitty drauf. Oh. Besser ist es für dein Leben.